Hallo meine Lieben, von mir gibt es heute wieder ein Schwangerschaftsupdate aus meiner zweiten Schwangerschaft. Ich bin jetzt mittlerweile in der 34. Schwangerschaftswoche angekommen und wollte euch mal wieder so ein bisschen updaten, also einfach so ein bisschen erzählen, was in den letzten Wochen alles passiert ist, was ich für Untersuchungen hatte, was ich so für Beschwerden habe und wie es mir generell mit der Schwangerschaft aktuell so geht. Ja, mein letztes Video war ja aus der 30. Schwangerschaftswoche, sind jetzt also seitdem nur 4 Wochen vergangen. Wenn ihr generell nochmal wissen wollt, was in meiner Schwangerschaft bisher schon so alles passiert ist, wie das generell verlaufen ist, oder euch auch die lustige Geschichte anhören wollt, wie mir von meiner Frauenärztin verkündet wurde, dass wir Zwillinge bekommen, was ihr am Ende doch als falsch herausgestellt hat, dann schaut gerne in die vorherigen Videos einmal rein. Ich habe dazu eine Playlist erstellt, die verlinke ich euch einmal hier oben. Ja, dann erzähle ich einfach mal so ein bisschen chronologisch, was jetzt seit dem letzten Video so alles passiert ist. Ja, zunächst mal stand bei uns Ende der 30. Schwangerschaftswoche ein Umzug an. Also wir haben ja ein Haus gekauft, was wir gerade sanieren lassen, und da wollten wir eigentlich in die Einliegerwohnung des Hauses jetzt endlich umziehen. Allerdings war das dann leider auch noch nicht fertig, sodass wir dann übergangsweise 2 Wochen lang in 3 verschiedenen Ferienwohnungen gewohnt haben, bevor wir dann jetzt endlich in unser Haus umziehen konnten. Das ja, war insofern ein bisschen doof, als dass halt diese ganzen Umzüge von Ferienwohnung zu Ferienwohnung ja einfach leider bedeutet haben, dass ich es nicht so gut geschafft habe, mich zu schonen, wie man das vielleicht sollte. Also ich habe dann doch einfach öfters mal irgendwie ja Taschen hin und her getragen und dann natürlich auch irgendwie Kartons ausgepackt und so weiter. Habe sowas erstmal eingepackt und dann wieder ausgepackt. Und ja, da habe ich einfach doch häufiger mal gespürt, dass ich da ein bisschen einfach über meine Grenzen hinausgegangen bin und sich das zum Teil einfach nicht so gut angefühlt hat. Und ja, da hätte ich mir wahrscheinlich rückblickend irgendwie doch mehr Unterstützung irgendwie holen sollen, beziehungsweise ja, einfach warten sollen, bis mein Mann sich ja darum kümmern kann. Aber ich wollte es dann immer irgendwie einfach ja gemacht haben. Und ja, das hat jetzt zum Glück keine negativen Auswirkungen irgendwie gehabt. Aber ja, da habe ich einfach doch gemerkt, dass ich da ja vielleicht in Zukunft einfach doch in solchen Situationen irgendwie mehr auf mich achten sollte. Dann in der darauffolgenden Woche, also in der 31. Schwangerschaftswoche, war es dann auch so, dass ich dann irgendwie stärkeres Sodbrennen leider bekommen habe, nachts eigentlich hauptsächlich, sodass es wirklich richtig unangenehm irgendwie nachts war. Und daraufhin, ich vermute auch, dass es damit zusammenhängt, hat sich dann leider auch mein Mund irgendwie entzündet. Also ich hatte dann erst hier unten irgendwie so ein paar Stellen, die entzündet waren, dann hat sich noch an der Seite, an der Zunge so eine Afte gebildet. Und es war dann leider so unangenehm von den Schmerzen her, dass ich wirklich eigentlich 2 Tage lang gar nichts essen konnte, weil es einfach wirklich bei jeder Bewegung von der Zunge so krasse Schmerzen waren. Selbst das Reden hat in dem Moment irgendwie echt wehgetan. Ja, ich war dann deswegen auch bei meinem Hausarzt. Der hat mir zum einen dann was verschrieben, was man auch in der Schwangerschaft auch so eine Afte drauf machen kann. Hat bei mir jetzt leider nicht so viel geholfen wie die Medikamente, die ich dann normalerweise in solchen Situationen irgendwie nehmen würde. Ja, und zum anderen hat er mir auch was gegen Sodbrennen verschrieben, und zwar hier dieses Gaviscon. Das gibt es eben auch explizit hier, also für Schwangerschaften. Und ja, das nehme ich jetzt seitdem tatsächlich immer, wenn ich es einfach Gefühl habe, dass ich es eben brauche. Also wenn ich irgendwie abends schon merke, dass ich Sodbrennen bekomme, beziehungsweise wenn ich nachts davon irgendwie aufwache, dann nehme ich das eben. Das ist hier so, ja, so ein Päckchen mit so einer Flüssigkeit drin, die man eben einfach einmal trinken kann. Und das hilft bei mir tatsächlich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ja, ich nehme es jetzt nicht jede Nacht, weil ich nicht jede Nacht Probleme mit Sodbrennen habe, aber in den Nächten, wo ich es nehme, hilft es mir auf jeden Fall, dass es mir besser geht. Und zusätzlich schaue ich, dass ich mich immer so ein bisschen mit dem Kopf höher lege und auch einfach abends irgendwie jetzt nichts mehr zu Schweres esse, wie jetzt irgendwie super viel Fleisch oder irgendwie noch Süßigkeiten nach dem Abendessen oder so, sondern da eher, ja, wenn ich noch irgendwie Lust auf irgendwas habe, eher noch mal ein Joghurt oder ein Glas Milch oder sowas, ist eher so ein bisschen neutralisiert. Und ja, seitdem kann ich mit dem Sodbrennen auf jeden Fall wieder ganz gut leben. Und die Afte ist dann auch zum Glück innerhalb von 2 Tagen wieder besser geworden, sodass ich dann wieder normal essen und auch reden konnte. Ja, und ansonsten hatte ich auch, glaube ich, im letzten Video schon erzählt, auch leider weiterhin öfters mal solche Beschwerden, wenn ich längere Zeit rumlaufe. Also ich sag mal alles so ab 10 Minuten. Wo ich einfach irgendwie starkes Ziehen hier so an den beiden Seiten bekomme, fast schon ein bisschen so wie Seitenstechen, und dann auch zum Teil irgendwie kaum noch weitergehen kann, weil es einfach wirklich so weh tut. Das sind wohl die Mutterbänder, die sich da einfach ja, sehr stark dehnen oder sehr stark belastet sind. Und ich hatte daraufhin beim letzten Termin dann auch meine Frauenärztin darauf angesprochen, weil wir auch, wenn es hoffentlich klappt, in der 36. Schwangerschaftswoche nochmal im Urlaub fahren wollen nach Österreich. Und da vielleicht, wenn ich es mir noch zutraue, vielleicht nochmal die eine oder andere kleine Wanderung machen wollen. Also
Spaziergänge, wo es vielleicht mal ein bisschen bergauf geht. Und da hatte ich dann eben nach so einem Stützgurt gefragt und da hat es mir dann eben ein Rezept ausgestellt, was ich dann eben in einem Sanitätshaus einlösen konnte. Ja, ich hatte dann irgendwie diesen hier bekommen, da gab es jetzt keine großen Auswahlmöglichkeiten, wo ich war. Die hatten irgendwie nur den da. Das ist auch, glaube ich, nicht nur für Schwangere, wie es auf dem Bild aussieht, aber auf jeden Fall auch anscheinend für die Schwangerschaft geeignet. Ja, der sieht einmal so aus. Ich zeige euch auch gleich mal, wie der angezogen aussieht. Man kann den hier vorne einfach mit Klettverschluss öffnen und muss ihn dann wirklich relativ weit unten, hier so auf Höhe der Hüfte und unterhalb vom Bauch, eben einmal wieder hier vorne schließen. Und dann gibt es hier noch diese beiden Seitenteile. Die funktionieren ebenfalls mit Klettverschluss. Die kann man dann eben noch zusätzlich so ein bisschen hier zusammenziehen und auch dann hier vorne in der Mitte befestigen. Und dann sitzt der Gurt hier wirklich so unterhalb vom Bauch sehr tief und stützt vor allem das Becken eben von beiden Seiten. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt, seitdem ich den habe, noch nicht wirklich einsetzen können, weil ich jetzt noch keine längeren Spaziergänge gemacht habe. Ich werde aber dann auf jeden Fall im nächsten Video mal berichten, ob der bei mir was hilft oder ob man sich den Gang ins Sanitätshaus dann eher sparen kann. Ja, ansonsten war es bei mir so, dass ich dann gegen Ende der 33. Schwangerschaftswoche, es war ein Wochenende am Samstagabend, plötzlich irgendwie sehr viele Übungswehen hatte, die auch zum Teil irgendwie mehr weh taten. Es hat generell irgendwie da unten ein bisschen weh getan und es war so ein starker Druck irgendwie nach unten. Ich kann das ja gar nicht so richtig beschreiben, aber ich habe direkt so gedacht, so, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ich habe es dann natürlich weiterhin beobachtet, es ist dann aber eigentlich ja, nach, sag ich mal, weiß gar nicht, 2 Stunden oder so wieder weggegangen. Es war dann noch so am darauffolgenden Tag dieser Druck nach unten irgendwie noch da, aber es ist jetzt nicht irgendwie schlimmer geworden oder irgendwelche regelmäßigen Kontraktionen oder sonst wie, sodass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich es jetzt irgendwie direkt beim Arzt irgendwie abklären lassen muss. War aber dann doch ganz froh, dass ich dann am Montag darauf auch direkt wieder einen Termin bei einer Frauenärztin hatte, sodass ich das dann auf jeden Fall auch nochmal irgendwie ansprechen und klären konnte, woher dieses komische Gefühl irgendwie kam. Ja, und dann war ich eben am darauffolgenden Tag, also am Montag, das war dann der letzte Tag von der 33. Schwangerschaftswoche, eben wieder bei meiner Frauenärztin. Da wurde zunächst mal wieder ganz normal CTG gemacht, also wieder die Herztöne auch vom Kleinen irgendwie angehört. Er war während dem CTG wirklich super aktiv, dementsprechend war auch die Herzfrequenz irgendwie sehr hoch. Aber sonst war da auch wieder alles zum Glück unauffällig. Ja, und dann war ich natürlich anschließend auch wieder ganz normal bei meiner Frauenärztin zu der Vorsorgeuntersuchung. Ich war ja bei dem Termin jetzt wirklich sehr gespannt, weil in den ganzen Terminen davor der Kleine ja immer mit dem Popo nach unten, also im Beckenendlage lag, genauso wie auch mein Sohn, der ja wirklich bis ganz zum Schluss der Schwangerschaft im Beckenendlage lag und deswegen ich den ja auch dann per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hatte. Und es hatte sich ja in den Wochen davor schon wieder so ein bisschen, sag ich mal, wiederholt, dieses Muster, dass halt auch der Zweite die ganze Zeit immer nur im Beckenendlage lag. Und da hatte meine Frauenärztin auch schon gemeint, wenn er sich jetzt nicht so bis zur 34. Woche gedreht hat, dann würde sie die Chancen, dass er sich noch dreht, auch eher als gering einschätzen, einfach weil es halt wieder dieses Muster ist, dass halt einfach, ja, die Beckenendlage irgendwie die favorierte Position irgendwie ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich eigentlich mich schon so ein bisschen darauf eingestellt hatte, dass er auch wieder mit dem Popo nach unten liegt und ich auch gegebenenfalls dann auch wieder einen Kaiserschnitt irgendwie haben werde. Ja, die Frauenärztin hatte dann noch nicht mehr richtig mit dem Ultraschall angefangen, sondern hatte nur irgendwie so einen Abstrich gemacht und da in dem Zusammenhang irgendwie kurz bei mir da unten irgendwie war es getastet und meinte dann irgendwie direkt so zu mir so, ui, der Kopf liegt aber schon ganz schön tief und ich erstmal so, hä, der Kopf, liegt der mit dem Kopf nach unten? Und sie so, ja, hat sich so angefühlt, also auf jeden Fall war es ein führendes Körperteil. Und dann hat sie direkt auch Ultraschall gemacht und hat sich dann tatsächlich wirklich bestätigt, dass sich der Kleine tatsächlich gedreht hat und jetzt sein Borsten wirklich mit dem Kopf nach unten liegt. Das war auf jeden Fall eine super große Überraschung, muss ich sagen. Da hatte ich echt, ja, wie gesagt, eigentlich gar nicht wirklich mehr damit gerechnet. Es war dann so, dass mein Gebärmutterhals zum Glück jetzt nicht extrem sich schon verkürzt hatte, sondern irgendwie so bei 3 cm war, was jetzt für die Schwangerschaftswoche jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Ja, sodass ich mir da zunächst mal dann doch zum Glück keine Sorgen machen musste, dass ja, die Geburt jetzt irgendwie bald losgehen könnte oder so. Aber er scheint wohl dann doch schon verhältnismäßig einfach relativ tief und auch schon relativ fest unten in meinem Becken zu sitzen mit seinem Kopf. Also da gehe ich jetzt auch davon aus, dass er sich dann jetzt auch nicht wieder zurückdrehen wird, wenn ihr das schon auch so direkt irgendwie aufgefallen ist, dass der Kopf da einfach schon sehr tief irgendwie ist. Ja, also das war auch wieder wirklich eine riesige Überraschung. Also ich
bin dann tatsächlich, als ich irgendwie wieder im Auto saß, wirklich irgendwie erstmal in Tränen ausgebrochen, weil es einfach ja, so eine Überraschung irgendwie war. So eine, ja, wirklich Mischung aus natürlich irgendwie zum einen Freude, dass er sich jetzt gedreht hat, dass ich jetzt irgendwie eine natürliche Geburt haben kann, aber auch zum anderen, ja, es ist natürlich einfach so für mich jetzt nochmal alles irgendwie komplett über den Haufen geschmissen. Also ich hatte mich eigentlich innerlich schon auf den Kaiserschnitt wieder eingestellt und auch, ja, dementsprechend auch schon so in Überlegungen, was wir mit meinem Sohn machen und sonst wie, wenn die Geburt irgendwie stattfindet, einfach immer eher mit dem Kaiserschnitt geplant. Und ja, die Tatsache, dass ich jetzt ja ziemlich wahrscheinlich dann eine natürliche Geburt irgendwie haben kann, hat natürlich nochmal alles über den Haufen geworfen und natürlich auch schon bei mir irgendwie gewisse, ja, Ängste oder zumindest Respekt irgendwie ausgelöst, weil man ja einfach auch bei einer natürlichen Geburt überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. Und dann auch zusammen mit der Information, dass es schon relativ tief im Becken irgendwie der Kopf ist, habe ich dann auch direkt ein bisschen Panik bekommen, dass irgendwie vielleicht auch die Geburt dann doch schon irgendwie deutlich früher losgeht. Und ja, das waren einfach irgendwie ziemlich viele Emotionen, die ich dann in dem Moment irgendwie verarbeiten musste. Also ja, von daher von alle für euch, die vielleicht auch ein Kind in Beckenendlage haben oder hatten oder wie auch immer, vielleicht jetzt auch eine zweite Schwangerschaft gerade haben oder so, also wenn ihr noch darauf hofft, dass sich euer Kind noch dreht, dann kann ich euch mit meiner Geschichte, glaube ich, jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle Mut machen, dass ja, sich das zweite Kind sehr wohl doch noch irgendwie drehen kann und auch noch irgendwie vielleicht verhältnismäßig spät irgendwie drehen kann, auch wenn es davor immer nur im Beckenendlage lag, er sich trotzdem noch mit dem Kopf nach unten drehen kann, also gebt auf jeden Fall die Hoffnung nicht auf. Und da drücke ich auf jeden Fall allen von euch da draußen die Daumen, die sich eben auch eine natürliche Geburt wünschen, dass es bei euch eben auch noch passiert, dass sich euer Kleiner oder euer Kleines eben noch dreht. Ja, ansonsten war es dann auch so, dass ich bei der Frauenärztin da noch ein Rezept bekommen hatte für diese Impfung gegen RSV. Da ist es ja aktuell so, dass die ganzen klinischen Studien und so weiter ja dazu irgendwie schon abgeschlossen sind. Es aber tatsächlich noch keine offizielle Empfehlung von der STIKO gibt, sodass man das leider auch dann irgendwie selber bezahlen muss. Mir war das persönlich aber trotzdem sehr wichtig, das irgendwie zu machen, weil einfach mein Sohn letztes Jahr im Herbst mit ja, 1,5 irgendwie RSV hat und wir leider deswegen 2 Tage im Krankenhaus waren, weil das bei ihm auch so auf die Atmung irgendwie geschlagen hat. Und jetzt ja unser zweiter eben dann auch Richtung Herbst kommt und wir dann ja auch erstmal die ganzen Herbst-Wintermonate irgendwie da durchmachen mit einem kleinen Kind, was eben auch in die Kita geht. Und da wollte ich einfach jetzt nochmal diesen zusätzlichen Schutz einfach haben durch die Impfung, dass hoffentlich der Kleine dann sich nicht ansteckt, beziehungsweise wenn dann halt nicht so einen schlimmen Verlauf hat, dass er da irgendwie ins Krankenhaus muss. Das stelle ich mir mit einem Neugeborenen auf jeden Fall sehr unschön vor. Daher war ich dann auch bereit, diese 220 Euro eben in die Hand zu nehmen, um eben die Impfung halt selber zu bezahlen. Ich hatte den Impfstoff dann selber in der Apotheke abgeholt und dann bin dann damit eben zu meiner Frauenärztin gefahren und hatte mich da eben impfen lassen. Sie hatte dann tatsächlich, also die Arzthelferin hat tatsächlich dann mich gebeten, dass ich dann nochmal irgendwie 5 oder 10 Minuten im Wartezimmer Platz nehmen soll nach der Impfung, einfach um sicherzugehen, dass ich sie halt gut vertrage, weil der Impfstoff noch relativ neu auf dem Markt ist und ja, man da einfach nochmal irgendwie nochmal sicher gehen wollte. Ich habe die Impfung aber wirklich sehr gut weggesteckt, also bis darauf, dass die Einstichstelle irgendwie ein paar Tage lang ein bisschen wehgetan hat, ein bisschen verhärtet war, hatte ich wirklich überhaupt keine Nebenwirkungen, also nicht mal irgendwelche Krankheitserscheinungen oder sonst wie, also ja. Ich habe sie persönlich sehr gut weggesteckt und würde es auf jeden Fall immer wieder machen, mich dagegen auch impfen zu lassen. Ja, das war jetzt mal das, was bisher so passiert ist. Von den Beschwerden her ja, hält sich eigentlich noch relativ in Grenzen, würde ich mal sagen. Also ich hatte in den letzten Videos ja auch schon gesagt, dass ich einfach in der Schwangerschaft einen deutlich größeren Bauch habe als in meiner ersten Schwangerschaft. Also ich glaube, mittlerweile ist der Bauch wirklich schon größer, als der irgendwie in der letzten Schwangerschaft irgendwie einen Tag vor der Geburt irgendwie war. Das ist halt einfach ein bisschen unangenehm, also zum einen juckt es irgendwie sehr häufig irgendwie, dann sind halt einfach viele Bewegungen nicht mehr so möglich, also irgendwie bücken oder so, irgendwie ist halt einfach schon beschwerlicher geworden. Auch gerade natürlich mit meinem Sohn zusammen, wenn ich ihn jetzt mal irgendwo ein Stück trage oder er sich auf meinen Schoß setzen möchte oder so, ist halt einfach alles ein bisschen unangenehm irgendwie. Nachts geht es bei mir zum Glück tatsächlich, weil ich immer mit so einem Seitenschläferkissen, also mit so einem Stillkissen irgendwie schlafe, mir das so zwischen die Beine lege und noch meinen Bauch so ein bisschen drauf ablege. Da kann ich eigentlich dann schon irgendwie halbwegs gut irgendwie schlafen. Aber es ist halt einfach schon irgendwie, ja, einfach deutlich beschwerlicher. Also ich muss wirklich sagen, irgendwie, dagegen war meine erste Schwangerschaft wirklich ein absoluter Witz. Also da war mein Bauch wirklich so klein, dass ich eigentlich bis zum Ende irgendwie mich super fit gefühlt habe und irgendwie gefühlt alles, ja, mehr oder weniger normal machen konnte. Das Gefühl habe ich jetzt halt wirklich gar nicht. Und ich habe ja auch immer noch irgendwie 7 Wochen irgendwie vor mir.
Und ja, ansonsten ist halt einfach noch so, dass halt irgendwie seitdem der Kleine sich halt gedreht hat, ich halt einfach immer wieder so diesen ganz starken Druck irgendwie nach unten habe, was sich einfach auch ein bisschen unangenehm, ein bisschen komisch irgendwie anfühlt. Und halt, wie gesagt, diese Beschwerden, wenn ich halt längere Zeit rumlaufe, hatte ich ja im Zusammenhang mit diesem Stützgurt irgendwie schon erwähnt. Aber ansonsten muss ich sagen, dass es eigentlich bisher relativ komplikationsfrei zum Glück alles bei mir verläuft und ich jetzt keine größeren Probleme irgendwie habe. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch noch so. Ja, ich habe tatsächlich dann auch in einer Woche wieder den nächsten Arzttermin, eben pünktlich nochmal vor unserem Urlaub, wollte ich nochmal abchecken lassen, ob auch alles soweit in Ordnung ist, dass ich dann auch mit einem guten Gefühl in Urlaub gehen kann. Und in der gleichen Woche habe ich dann auch mein Anmeldegespräch in dem Krankenhaus, in dem ich ihn binden möchte und auch dann 2 Tage später nochmal ein Arztgespräch. Das ist bei mir notwendig, weil ich ja in der vorherigen Schwangerschaft einen Kaiserschnitt hatte und man da einfach nochmal, ja, abchecken muss, dass da jetzt irgendwie es keine Komplikation mit meiner Schwangerschaftsnarbe oder sonst wie gibt, weswegen dann vielleicht mir doch zu einem Kaiserschnitt irgendwie geraten wird, wovon ich aber tatsächlich nicht ausgehe. Und ja, wie gesagt, Anfang August startet dann ja auch mein Geburtsvorbereitungskurs. Und ansonsten wollte ich jetzt, wie gesagt, einfach in den nächsten Wochen mich nochmal intensiv mit Hypnobirthing beschäftigen. Ich werde euch da auf jeden Fall auch wieder mitnehmen. Es wird sicherlich auch nochmal in den nächsten 2-3 Wochen nochmal ein weiteres Video von mir geben. Wenn ihr da also gerne weiterverfolgen wollt, wie meine Schwangerschaft noch so sich weiterentwickelt jetzt in den letzten Wochen, dann schaut gerne dann auch in Zukunft wieder in meinen Kanal rein oder klickt hier unten gerne auch einmal auf Abonnieren. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen jetzt habt zu diesem Video, zu der Schwangerschaft bisher, irgendwas, was ihr noch wissen wollt, dann könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren einmal stellen, dann antworte ich sehr gerne einmal drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.